Wolfgang Stumpf als Conny Stein, Ex-Bombenentschärfer des Dresdner Kampfmittelräumdienstes, hat ein Problem. Er kann sich nicht damit abfinden, in Rente zu gehen. Brummig und wortkarg vergrault er seine Frau Sanna, die nach seiner Verrentung endlich die Reisen mit Conny machen will, denen ihr Leben lang ihre Sehnsucht galt. Bei seinem letzten und wie immer hochgefährlichen Einsatz trifft der Griesgram auf ein 10-jähriges Mädchen, das sich in einem Keller versteckt hielt. Olli soll in den Kaukasus abgeschoben werden, obwohl das Kind in Deutschland aufgewachsen ist. Es ist einer Razzia entkommen. Conny müht sich zunächst nach Kräften, Olli auf Abstand zu halten. Doch das Mädchen spürt, dass er eigentlich ein gutes Herz hat und weicht nicht mehr von seiner Seite. Conny ist ein ganz pflichtbewusster Staatsbürger und schleppt deshalb die kleine Klette auf das Ausländeramt. Hier gerät er jedoch mit dem überkorrekten Beamten Mike Zirske in eine ruppige Auseinandersetzung, die seine Sinne wandelt, ihn gemeinsam mit Olli zur Flucht zwingt und ihm in Zirske einen Feind beschert, der ihn und seinen Schützling von nun an konsequent verfolgen lässt. Zirske hat die Ausländergesetze früher großzügig gehandhabt und dafür büßen müssen. Olli lockt ihren Beschützer von Dresden nach Berlin. Dort lebt ihre geliebte ältere Schwester Elena. Für Conny Stein droht alles schief zu gehen. Sanna Stein hat einen Jugendfreund wieder getroffen und mit ihm Paris besucht. Er scheint ihr das zu bieten, was Conny immer verweigert hat. Und Olli und Elena sollen endgültig abgeschoben werden. Doch Conny hat durch die Obhut für das Kind einen neuen Sinn im Leben gefunden und will sich nicht geschlagen geben. Sendetermin 26. Januar 20:15 Uhr im ZDF.